Moin Moin und herzlich willkommen an der Computerstube an der Schwentine. Wir spielen Seven Days of Die. Wir sind ein bisschen rumgefahren. Ich sehe auch schon wieder, ich habe hier 15 Sachen überladen. Also würde ich mir, glaube ich, nochmal eine etikette Truhe bauen. Sehr eigenwillig da. Gut. Okay. Den wieder dahin und da können die. Der kann nach da. So. Behalten. Ich bin nicht mehr überladen. Doch schon mal ein Vorteil. Das ist ein Vogelnest. Vogelnest. Ich kann auch noch ein paar Eichen pflanzen. Ist noch ein Auto. Das hatte ich schon. Gut. Verschlossene Tür. Gut. Hatte ich jetzt eigentlich schon wieder einen Punkt? Ja.
So. Ist auch egal. Schrank. Moin. Toilette. Mülleimer. Binde. Machen wir nochmal die Truhen hier auf. Chemie. Nochmal Chemie. Nochmal Chemie. Regal, ein bisschen Chemie, nochmal Chemie, so ein Unterschrank, zwei Waschbecken, Unterschrank. Schreibtisch. Noch eine Chemiestation. Ein paar Schränke.
sollte noch Vitamine nehmen. Ich habe genug davon. Hier ist auch ein Müllhaufen. So, dann muss ich jetzt nochmal die Kisten durchsuchen. Ich glaube, so langsam verstehe ich den Weg. Den bin ich aber dann nicht ganz richtig gegangen. Muss ich da gleich nochmal rein. Oh. Handtasche? Eigentlich ist das hier schönes Material, um einfach mal einen Garten aufzubauen. So, haben wir noch einmal Müll. Da haben wir noch einmal Müll. Thank you.
So, jetzt muss ich mir einmal ganz kurz die Karte anschauen. Ja, ich werde das Seeufer zurückfahren. Nicht eben zwei. Achso, du badest. Dann lass ich dich mal baden. Den einmal reparieren. Ah, ich habe eben Fehler gemacht. Meine Kiste, mein hätte an der Kiste. Alles ausladen sollen, was ich so habe. Ich weiß, dass ich hier nicht atmen kann. Ich tauche gerade. Na?
So. Ja, dann schauen wir doch mal, wie es hier weitergeht. Langsam wird es hier hügelig an den Stränden. Also ich wollte nach Süden. Ich fahre jetzt nach Osten. Irgendwie habe ich die Vermutung, dass es wie beim ersten Ausflug wenig erfolgreich wird. Aber ich sagte ja, ich will Karte aufdecken. Das tue ich gerade. So, nächstes Gebäude.
Also da bin ich runtergekommen. Da ist ein Müllhaufen. Ein bisschen Ausdauer aufbauen. Okay. Ist verschlossen. Okay. Nehmen wir das nächste. Wir könnten hier das Fenster rein. Toilette gucken. Da ist noch ein Schrank. Tonne. Ein Herd. Das ist eine verschlossene Tür, okay. Moin. Ist was. Ist die noch nee. Bin voll. Ich auch nicht mehr mitnehmen. Gut. Dann lege ich mal ein Buch da rein. Da eine gesicherte
Aufbewahrungsbox stehen. So. Hier ist einiges für den Händler. Bisschen was für mich. Eisenschaufel brauche ich auch nicht. Sollte ich behalten. Honig, das behalte ich auch. Behalte ich auch mal. Ziehen kann auch erstmal weg. Ach so. Setzen. Da ist eine Kiste. Gut, dann werde ich mich gleich mal wieder aufs Fahrrad setzen. Und jetzt werde ich den Weg weiterfahren. Und jetzt ist auch schon wieder die erste Nacht nach der Horde. So, mal kurz absteigen.
Jetzt bin ich durstig. Jetzt auch noch wieder an zu regnen. Also die parken ja mit den Autos teilweise unmöglich. Oh, hier ist eine Tankstelle. Da kann man mal gucken, ob man... getankt bekommt. Zum ersten Mal, dass ich einen Geldautomaten finde. Und ich bin dann überlegen, ob ich die Tankstelle kaufen will. Gucken wir mal gerade um, was es hier alles so gibt. Die Chemie-Station fehlt mir ja auch noch. Und der Künften.
könnt sie bauen. Ich habe die Anlage gelesen. Ich bin kein Ingenieur, dass ich irgendwas damit machen könnte. Ich nehme die Werkstatt dann gerne schon mal auseinander. Weil die Materialien sind ja auch nicht zu machen. So. So. Was ich noch nicht gelesen habe. Das ist eine Tasche. Ein Kühlschrank. Ein paar Schränke. Ich würde eher was in dieser Richtung suchen. Ich muss feststellen, die Tankstelle lohnte sich nicht. Also, nein. Es lohnt sich hier keine Tankstelle. Bei dem kleinen Weg. Nicht weiter beachtet, ist auch gut so.
Die Stadt da im Norden kenne ich. Ich will die Karte aufdecken. Das heißt, ich will eigentlich mehr Richtung Osten. Hier hat irgendjemand einen Schatz aufgehoben. Nicht vernünftig gut abgesperrt. Ich sag mal so, ich glaube, ich... werde dann einfach wieder hier bleiben. Und jetzt noch tagelang, um neue Stadt zu suchen. Wird auch nichts. Ich habe das für einen Händler. Ich glaube, das war es auch schon. Das ist ein geöffnetes Buch. Das kann hier noch hin. Leere Wasserflaschen. Achso, die habe ich keine hier gelassen.
Hause. So, persönliche Ausrüstung, da kommen Mods hin. Pfeilauflagen-Mods. So, und die kann ich hier lagern. Der Rest kann hier hin. So. Zement. Waffenteile, Patronenspitzen, Eisen, Messing, Pflastersteine, Blei. Schießpulver habe ich noch gar nicht. Geschmiedeter Stahl. Nägel. Mechanische oder elektrische Teile? Mechanische. Eine Kleinigkeit sollte ich noch machen. So, damit bin ich hier wieder eingezogen. Buy and go. Moin! Kannst du mir das Ladenkonzept besser erklären? Achso, einfach reingehen und mitnehmen.
So, Dietrich war zweimal verbrochen. Jetzt ist er offen. Wo ist das Hühnchen hin? Komisch.
Kaffeemaschine. Ah, das geht schön durch. Und? Thank you.
So. Gut, es ist jetzt schon fast 10 in meiner Zeit hier. Hat mir aber gefallen. Ich würde sagen, ich höre jetzt auf. Ich hoffe, dass bis zum nächsten Mal nicht allzu viel Wasser geschwind hier noch runterläuft. Ich muss auch feststellen, ich bin sehr, sehr voll. Ich sollte zum Händler fahren. Ja, also wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, Daumen nach oben, was man sonst noch alles machen kann. Ich gucke noch mal, was ich hier mitnehmen kann. Und würde sonst sagen, ich schaue, dass ich morgen zum Händler fahre und die Sachen abgebe. Gut, dann. Bis dahin. Ciao. Und ich hoffe, dass bis zum nächsten Mal nicht allzu viel Wasser geschwind hinunterläuft. Tschüss.